Hallo, ich bin Carsten auf dem Weg nach Schotten. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr uns heute ein kleines Stück begleiten. Schotten hört und das Ende August, dann wisst ihr ganz bestimmt, wohin ich unterwegs bin. Genau, mal wieder den Billy besuchen. Heute aber schon auf dem Freitag. Schauen wir mal, diesmal sind zwei Nächte. Ich hoffe mal, das wird genauso lustig wie letztes Jahr, aber da bin ich mir relativ sicher. Und da vorne kommt schon wieder der nächste Trecker. Ja. Zelt steht schon, das Feuerchen brennt, die ersten Leute sind schon da. Und ja, verlaufen haben wir uns noch nicht, noch kennen wir uns hier aus. Ja, ich glaube, jetzt gucke ich erstmal Wasserkessel holen, dass ich mir ein Teechen koche. Ne? Grüne Daumen, da bist du ein ganz grüner Onkel. Grüne Daumen, da bist du ein ganz grüner Onkel. Da war ich im Sommer, das ist bei uns im Kanal. Das ist doch geil. Morgens um 7 erstmal einen Tee kochen. Der Helmut macht gerade erstmal Weißwurstfrühstück. Ja, jeder kriegt welche, oder? Und alles, was wir haben, futtert einfach mit. Weißwurst, klar. Und einen richtigen Hennelmeier. Ja. Und beim Wolfgang gibt es wieder Expedition Breakfast. Wer versteckt sich denn da im Gebüsch? Das ist es. Das kann nur der Werner sein. Ja, Samstag, Mittagszeit oder früher Nachmittag. So langsam füllt es sich wieder. Aber da fehlen noch ein paar Leute. Roman ist auch noch nicht da. Die Tauschbörse läuft auch schon. Olli ist auch schon ganz interessiert. Und da hinten stehen die Dutch-Öfen mit den Zimtschnecken. Nachteil bei dem Kuchen, dass der so ständig nachfrieren wird.
der Duft. Da ist das Zimt alles schon drüber, oder ja, ja. Die sind wow. So fertig. Zimtschnecken auf dem Gletscher. Ja, der zweite Morgen. Pappenhammer. Immer. So, den Wolfgang habe ich jetzt gerade zu Hause abgeliefert. Da werde ich jetzt dann auch mal selber nach Hause fahren. Ja, war wieder ein sehr schönes Wochenende mit tollen Leuten. Muss man wirklich sagen, bei manchen Leuten hatte man echt das Gefühl, man hat letztes Jahr so mitten im Satz das Treffen beendet und dieses Jahr mehr oder weniger nahtlos wieder angeschlossen. So könnte man fast sagen, also als wäre da gar nicht ein ganzes Jahr zwischen gewesen. War schon eine tolle Geschichte. Ja, auch wieder den einen oder anderen neuen kennengelernt, ist natürlich auch nicht verkehrt. Ja, das lohnt sich schon, wenn ihr mal so ein Treffen bei euch in der Gegend habt, fahrt da ruhig hin. Macht schon Sinn. Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen. Und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.